Hallihallo und willkommen zurück bei Cry of Fear. Wieder mit mir, dem Punkt. Und ich glaube, wir haben letzte Folge, als wir aufgehört haben, noch genau den richtigen Punkt gefunden, wo es weitergeht. Haha, den richtigen Punkt gefallen. Und ich weiß, was noch in diesem Wald kommen wird. Und ich habe jetzt schon keine Lust auf diese Stelle. Da ist eine Tür. Gibt's hier noch irgendwas? Ich hoffe, ich finde hier gleich nochmal ein Speichergerät, damit ich die Stelle mit dem Zug nicht nochmal nachholen muss. Müsste hier nicht ein Speichergerät liegen? Ein Licht. Kann ich hier bitte speichern irgendwo? Gott, ey, mir schlägt gerade das Herz bis oben hin. Obwohl ich weiß, was kommen wird. Das ist so unfair. Geht's nicht weiter? Wo ist das nächste Licht? I need more light. Light this up here, please. Please. Da geht's irgendwo runter. Hier geht's nicht weiter. Verdammt nochmal. Beruhige dich, Punkt, beruhige dich. Geht's nicht hoch? Nur noch einen kleinen Ausblick auf die Stadt. Einfach so abgeschnitten. Die Welt da so. Okay, Moment. Ich finde den Weg jeden Moment. Ich muss hier nur noch 10.000 Mal an denselben Bäumen vorbeilaufen. Ich finde den Weg schon. Keine Sorge. Ha, das sieht da hinten gut aus. Kein Speicherpunkt hier bei der Lampe. Verdammt nochmal. Fuck, ist das dunkel hier? Moment, ich gucke jetzt mal von hier. Okay, hier ist eine Wand, eine unsichtbare Baumwand. Hier kommt jetzt eine richtige Holzwand. Hier kann ich durchgehen. Ich glaube, ich bin zurückgegangen. Kann das sein? Speichern. Okay, es ist soweit. Ich werde gleich wieder rumschreien wie ein Mädchen. Genau deswegen. Verdammtes Scheißspiel. Tu mir sowas nicht an, bitte. Ich hänge. Verdammt, wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Der Typ ist hier irgendwo. Ich soll in die Richtung laufen. Uah! Folgt er uns hier hin? Er ist auf jeden Fall noch da. Nicht, dass ich hier einen Speicherpunkt gerade übersehen habe, weil ich... Ja, Speicherpunkt. Ich hasse sowas mit Ketten. Ich zittere gerade ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich hasse das mit diesem Kettensägen. Kerl. Ah, verdammt! Läuft das Vieh einfach durch die Wände? Wenigstens hat es sich angekündigt. Es ist gerade gar nicht gut für mich. Überhaupt nicht gut in meiner Verfassung momentan. Bevor ich wieder eine Überraschung kriege, wenn ich laden muss, wieder aus der Wand angegriffen werde. Das sind wir, das sind unsere Geräusche. Tick, tock, tick, tock. Okay. Als ob der Typ mit seiner Kettensäge da nicht durchkommen würde. Ich sollte mich besser von hier weg bewegen. Noch ein Haus. Guck mal, da ist jemand. Schauen wir, können wir den von hier aus wegballern? Ja! Kriegt Schaden von uns. Zumindest eben gerade einmal. Ne, jetzt irgendwie nicht mehr. Aber eben gerade hat er einmal Blut ge.
Hätte doch Schaden von uns gekriegt. Ich war es nicht. Es tut mir leid. Oh! Verfluchtes. Guck mal, hier bin ich. Ich mach ein bisschen Krach, damit du zum Fenster kommst, die ich verpacken kann und die ich dann schlagen kann. Muss doch irgendwas drin sein, wenn hier zwei Typen von... Eine halbe Schere. Ah, okay. Die lassen wir erstmal hier liegen. There's a big box blocking the door. It's too heavy to move. Natürlich. Das heißt also, auf jeden Fall müssen wir hier durch. Dann die Spritze jetzt schon zu wenden, ist noch zu früh. Ah. If I have anything sharp, I could cut this rope. Ah, ich hoffe mal, eine Hälfte der Schere reicht da. Denn ich müsste zwei Scheren suchen. Zwei Hälften suchen, um eine ganze Schere zu kriegen. Obwohl es eigentlich sinnlos ist. Nee, wir brauchen natürlich eine ganze Schere, um ein Seil durchzuschneiden. Also ich meine ja... Ne? Seil durchzuschneiden, das... Nicht mit der Schere, das, wie nennt man das? Das raspelt, säbelt man durch? Oder nicht schneiden. Nicht mit der Schere durchknipsen. Ich finde meine irgendwie, die zweite Hälfte der Schere lag noch drin. Ich komme hier nicht wieder rein. Okay. Dann halt da oben irgendwo. Ich war der Meinung, man muss auch irgendwo nach oben klettern. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass wir nicht wieder zurück zum Kettensägen-Typen gehen. Na, hier ist wieder so einer. Komm zum Fenster. Ich weiß, dass du hier bist. Oder versucht er mich jetzt zu umgehen? Ja, ich kite hier die ganzen Gegner raus aus dem Gebäude. Da ist er. Ex auf uns gewartet. Oder sie? Ich weiß nicht, was genau der ist. Das sein soll. Was das darstellen soll. Guck mal, hi! Also durch die Geräusche wird es eigentlich erst richtig gruselig und deswegen kriege ich auch mal gleich so einen Schiss, aber wenn die nur Blut rumstehen und man sie vorher sieht, ist das auch gar kein Problem für mich. Wie keine Schere. Ich gucke erst in den anderen Raum, bevor ich hier Hilfe aufnehme. Da ist einer. Hi. Na, wie geht's? Nimm dies. Und das. Und jenes. Okay. Sektor clear. Grabbing a shot. Was? Nein, die sollte ich nicht fallen lassen. Obwohl, ich gucke erstmal, wenn ich die jetzt fallen lasse. Dann trigger ich ja sozusagen etwas. Und so werfe ich immer nicht meine Waffe weg. Okay, ich werfe jetzt einfach meine Waffe weg, damit ich wenigstens Licht habe. Wenn dann Gegner gekommen wären, dann wäre ich ziemlich... Ich persönlich am Arsch gewesen. Nicht im Spiel, aber so im Real Life. Okay, wo muss ich hin? Da muss ich hin. So. Use. Bams! Warum man doch immer hier einen Kran aufstellen sollte und so. Wir haben die Hälfte unserer Leben verloren. Komm. Ich benutze jetzt mal. Nachher komme ich ja gleich wieder so einen kleinen Bosskampf, den ich nur mit Knüppel und Lampe machen kann. Und dann habe ich so oder so wieder versorgt. Speichern. Aber dann Billion verlassenes Gebäude. Speichern wir hier nochmal. Watch out for the trees. Halte Ausschau nach den Bäumen. Verflucht nochmal. Alter. Okay, ich muss mich hier darauf gefasst machen, dass immer wieder was runterfällt.
Aber was ist das Anzeichen dafür, dass da was runterfällt? Ruhig, ganz ruhig, Punkt. Du hast es fast geschafft. Ganz ruhig. Ja! Es kam so ein bisschen spät, dieser Schreck, aber der kam auch erst nachhaltig, irgendwie. Da komme ich nicht durch, oder? Das heißt, es ist noch nicht vorbei. Alter, dieses Spiel. Dieses verdammte Spiel. Muss ich immer noch nach den Bäumen Ausschau halten? Ich mache es lieber. Ein Bunker. Da will ich eigentlich nicht reingehen, aber ich gehe lieber, bevor jetzt irgendwie das nicht aus dem Bunker kam, sondern irgendwo anders, ja? Alter. Spiel. Alter. 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 Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ruhig bin, aber ich kann gerade nicht anders. Ich glaube, ich werde den Rest der Folge jetzt noch schweigen, mehr oder weniger. Nein, ich wippe gerade überhaupt nicht auf meinem Stuhl hin und her. Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht gemacht für solche Spiele, verdammt nochmal. Warum spiele ich es? Ich wusste, dass es keine gute Idee war, heute wieder Quarry 4 aufzunehmen. Nicht, weil ich die Szene mit dem Wald in Erinnerung hatte. Sondern allgemein. Ich glaube, ich darf da nicht runterfallen. Es ist wieder so eine Psychovision von Simon hier. Die Tür ist ziemlich lange offen und geschlossen. Timing-Sache ist überhaupt nicht meins. Warum bin ich da gerade so langsam? The fuck? Das heißt also, ich musste da durchfallen oder was? Au, knallt mir nicht die Tür ins Gesicht, bitte. Hey, da hinten ist gar nichts. Ha! Ich wusste auch, dass die Tür aufgeht. Das ist, ich geh gerade wieder zurück. Das ist doch die gleiche Tür wie eben gerade. Von einer Tür erschlagen und werde und sterbe. Das war natürlich beabsichtigt. Und das hier will ich laden. Oh nein. Rose Tree, so musste ich nochmal lang gehen. Wo kam denn der erste Schreckmoment? Hier irgendwo, ne? Ich werde mich gleich wieder so verjagen. Könnt ihr sowas von. Ach doch nicht. Es ist gut, wenn man drauf. Wenn man darauf vorbereitet ist, dann erschreckt man sich da nicht mehr so sehr. Obwohl mir jedes Mal eiskalt den Rücken runterläuft. Wenn ich das höre. Darf ich die Bäume einfach nur nicht berühren? Oder was löst das aus, dass sie sich da runterbäumeln? Äumeln? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja! Schrei mich nicht so an. Bitte. Ich kann das gerade überhaupt nicht gebrauchen. Warum fallen hier auf einmal so viele von den Bäumen runter? Das haben sie auch eben... Alter, diese Schreie, die machen mich mehr fertig, als die Tatsache, mich zu erschrecken. Okay. Ich merke gerade schon, wie mein T-Shirt um meinen Hals nass wird. Vor Angstschweiß. Das ist kein gutes Zeichen.
Ja, den Schrei haben wir schon gehört, hier kommt nichts Böses. Okay, die Tür bleibt offen. Die Tür bleibt auch offen. Wir haben jetzt zwar die Hälfte unserer Energie verloren, wir haben keine Spritze. Aber ich weiß, dass ich sowieso mindestens noch einmal von der Tür erschlagen werde, also von daher auch nicht so schlimm. Aber ich würde erstmal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich versuche, die Türen da zu umgehen. Also würde ich sagen, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal bei Cry of Fear. Hoffentlich nicht. Tschüss, euer Punkt.